Christian Meidinger betreibt bereits in vierter Generation seinen Hof in Mintraching. Vor 11 Jahren ist er auf Ökolandwirtschaft umgestiegen. Er ist in seinem Job sehr zufrieden, allerdings mit Abstrichen. Die Bürokratie frisst fast die Hälfte seiner Arbeitszeit, beklagt er. Zeit, die ihm bei seinen Tieren und auf dem Feld fehlen. Nachholbedarf gibt es auch bei der Verteilung von Fördergeldern. Es findet vor allem zu wenig Forschung statt. Das ist mein größtes Anliegen eigentlich, dass wir, wenn wir in den Boden schauen, in die Pflanzen schauen, je genauer dass wir hinschauen, desto mehr merken wir, dass wir zu wenig wissen, um die Zusammenhänge im Boden, die Zusammenhänge in den Arten zu verstehen. Noch weiter gehen die Forderungen verschiedener Verbände, die heute vor der Bayerischen Staatskanzlei demonstriert haben. Sie wünschen sich eine Umverteilung der Fördergelder mit Augenmerk auf die Ökobetriebe. Wir haben Massentierhaltung satt und wir haben es satt, dass von unseren Steuergeldern Betriebe, nur weil sie Fläche haben, Geld bekommen in Bayern, 1 Milliarde Euro. Wir brauchen endlich die Bindung der Viehhaltung an die Fläche. Wir wollen nicht, dass mit gentechnisch verändertem Soja aus dem Amazonasgebiet, aus der Regenwaldvernichtung, hier unsere Kälber und Schweine gefüttert werden. In den vergangenen 20 Jahren haben laut Bund Naturschutz bayernweit 50.000 kleinere Landwirtschaftsbetriebe aufgeben müssen. Gesprächsbedarf gab es heute also genug zwischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniba und den Demonstranten. Es steht natürlich die Frage der Ökologie im Vordergrund, aber wir müssen auch schauen, dass die Ökonomie stimmt. Denn es ist im höchsten Maße, wäre es ja unsozial, wenn unsere Bäuerinnen und Bauern von dem nicht, gar nicht leben könnten, was sie auch produzieren. Da müssen wir noch besser werden, weil hinter diesen Betrieben stehen eben nicht nur Männer und Frauen, sondern ganze Familien. Christian Meidinger sieht im Freistaat zwar schon gute Ansätze, allerdings noch mit reichlich Luft nach oben, sodass sich der Umstieg auf Öko oft nicht lohnt. Der Biobauer ist jedenfalls nach wie vor von der Ökolandwirtschaft überzeugt.